begleitet mich heute auf meinem Weg nach Hamburg und beim Harry Potter Theaterstück. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, für mich geht's heute nach Hamburg. Ich freue mich sehr drauf, bin jetzt schon hier am Flughafen angekommen und wir schauen heute das Harry Potter Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind. Ich freue mich sehr. Ich treffe dort meine beste Freundin Daria. Die kommt nämlich mit dem Zug. Ich fliege aus Zürich und das haben wir uns im Prinzip gegenseitig zum Geburtstag geschenkt. Wir haben gesagt, wir kaufen uns keine Geburtstagsgeschenke, sondern fliegen zusammen nach Hamburg. Wir sind beide sehr große Harry Potter Fans, waren ja auch schon letztes Jahr in London, in den Studios und so weiter. Und jetzt, kurz bevor das Harry Potter Stück ja gekürzt wird, ich glaube bis 8. Januar ist es noch in normaler Länge und dann wird es leider gekürzt, also nicht mehr in zwei Teilen, sondern noch in einen Teil, genießen wir nochmal das lange Theaterstück in zwei Teilen, ich glaube insgesamt 6 oder 7 Stunden. Und das ist heute direkt an einem Tag, heute Nachmittag. Wir haben über, wie heißt nochmal, die Groupon, glaube ich, gebucht. Theaterstück inklusive Hotel. Ich frage sie später, was wir bezahlt haben, sage ich euch dann. Ja, jetzt geht's für mich erstmal zum Gate und ab in den Flieger. Ich bin gut in Hamburg angekommen. Ich konnte euch jetzt leider nichts vom Start und der Landung zeigen, weil ich im Mittelgang hatte. Ich habe ja den günstigsten Eurowings-Tarif genommen. Da kann man sich nichts aussuchen, muss man sitzen, wo man hingesetzt wird. Flug verlief glatt, 1 Stunde 5 Flugzeit. Und ja, muss jetzt kein Gepäck abholen oder so. Kann direkt zum Zug, denn die S1 fährt vom Hamburger Flughafen direkt Richtung Hamburg Hauptbahnhof. Da treffe ich noch meine Freundin und meine Followerin hat mir geschrieben, dass es dort einen Harry Potter Shop gibt und den besuche ich doch mal direkt, solange ich auf sie warten muss. Ich habe den Shop gefunden, war jetzt nicht so einfach, aber mit Google Maps ging's und ja, da ist er. Ist ein Pop-Up-Store von Thalia. Ist nicht sehr groß, aber schauen wir mal rein. Fangen wir hier unten an. Hier gibt es einige Süßigkeiten. Jelly Slugs. Das sind die, glaube ich, die Ron ausspuckt, wo er mit seinem zweiten Teil. Hier gibt es natürlich Bertie Botts Bohnen. Hausdöschen, ich glaube, da ist Schokolade drin. Nochmal Bertie Botts Bohnen. Dann nochmal Gummibärchen mit Harry Potter Zeichen. Eine süße Tasse. Und Schokolade, Schokoladenzauberstäbe und Schokoladentaler. So ein Zauberstab zum Beispiel kostet 10 Euro. Die Gummibärchen 3,50. Mega cool, hier gibt es den Harry Potter Hogwarts Express mit allen Blu-ray-Editionen in 4K. Also als richtig cool für 90 Euro. Das Schlüsselanhänger mit Gryffindor. Das Buch von Malfoy, die Autobiografie des Harry Potter Stars. War echt auch mal cool, ne? Habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Gibt es bestimmt bei Amazon, also da müsst ihr jetzt nicht nach Hamburg für kommen. 9¾ Schlüsselanhänger kostet 8 Euro. Also dieser Stall ist super klein. Gehen wir erstmal hoch. Schauen, was es oben noch gibt.
Hier oben ist ein bisschen mehr Platz. Hier gibt es Funko Pops. Richtig cool, habe ich vorher noch nie gesehen. Sorry. Da der Shop ja natürlich von Thalia ist, gibt es hier noch einige Bücher. Aber die Bücher werdet ihr auch bestimmt alle online bekommen. Das magische Papier-Bastelbuch. Noch mehr magisch stricken, das wäre richtig cool. Ich habe ja immer gestrickt, aber jetzt keine Zeit mehr. Kreativ und Bastelbuch. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Es gibt Bücher zu jedem Haus. Tapfer wie ein Gryffindor. Das Ausfüllbuch zu deinem Haus. Natürlich für jedes. Es gibt eine Fußmatte mit dem sprechenden Hut für, weiß ich nicht, was sie kostet. Steht kein Preis dran. Hier gibt es noch mehr Fußmatten. Die kosten nur 17 Euro. Das finde ich jetzt okay. Verschiedene. Plattform 9¾. Hier gibt es so viel Spielzeug. Also das habe ich alles noch nie gesehen von Harry Potter. Ne? Richtig cool. Jetzt malen nach Zahlen. So Brick House, Nachbildungen, natürlich auch Puppen. Schon coole Sachen. Voldemort. Es gibt natürlich auch Merchandise zu jedem Haus. Also es gibt Sachen, die habe ich vorher noch nie gesehen, wirklich. Also es gibt Hausschuhe, Krawatten, natürlich Schals, Regenschirme, Handtücher, Tassen, Kaffeebecher, Käppis. Und Kissen. Die Handtasche finde ich ganz cool, kostet aber 90 Euro. Ist auch so ein Lesezeichen. Ist auch cool. Der Domino-Effekt. Natürlich gibt es auch Slytherin-Sachen. Gibt es auch noch so Pullover, die finde ich auch toll. Mit für jedes Haus kosten 50 Euro. Auch sehr schön, muss ich sagen. So sehen die Pullover aus. Auch mega schön. Den Umhang habe ich ja zu Hause. Habe ich jetzt noch nicht mitgenommen. Aber nur noch S für Gryffindor. Könnte theoretisch passen, aber 50 Euro. I'm tempted. Hier gibt es auch Loungeflies. Rucksäcke. Eine Luna Lovegood-Tasche für 80. Hier sind auch Loungefly-Rucksäcke. Also mega schöne Sachen. Natürlich gibt es auch einige Fotomöglichkeiten, auch den Hogwarts, die Hogwarts-Express-Wand. Hier steht Harry, leider ohne Zauberstab, wurde ihm schon geklaut. Und Dobby steht hier auch, richtig süß. Simone möchte aus dem Harry-Potter-Shop abgeholt werden. Ach, ich komme hier nie wieder raus. Zum Glück kommt meine Freundin später. Hier gibt es Briefpapier mit diesen typischen Wachsverschlüssen für 9 Euro. Ganz viele Funko Pops. Also wenn ihr Funko Pops sammelt von Harry Potter, findet ihr hier einige. Ah, oh, ist auch süß. Klein Hogwarts. Ja, ist das denn die Größe, die du brauchst? Hier gibt es so Jutebeutel mit Gleis 9¾. Hier gibt es so eine Sitzecke, wo man auch die Bücher ansehen kann. Aber hier ist gerade mega voll. Komm da gerade nicht durch. Hier gibt es noch mehr Spielsachen. Also ich wusste gar nicht, dass es so viel Spielzeug gibt mit Harry Potter, aber klar, warum auch nicht, ne? Nochmal mehr Funko Pops. Aber die Bücher möchte ich mir noch anschauen. Oh, ein Riesen-Funko. Monströs.
Und hier gibt es zwei Harry Potter Lego Figuren. Einmal Dumbledore mit dem Phoenix und Harry Potter selbst. Und das steht exklusiv hier im Thalia Shop. Natürlich gibt es die Harry Potter Teile hier in allen möglichen Varianten auf Englisch. Und in dieser illustrierten Variante, die habe ich tatsächlich auch schon, aber auf Deutsch. Gibt es auch bei Amazon. Da kann man das, da kann man hier so Briefe öffnen und so weiter. Also die ist richtig cool. Gibt es auch schon von, ich weiß nicht, von allen Teilen, aber von den ersten zwei bin ich mir ganz sicher. Gibt es auch noch so mega coole. Der erste Teil, die sind auch neu, aber halt nur auf Englisch. Auch richtig schön. Hier sind die Editionen auf Deutsch, auch in so einem neuen Band. Also ich habe ja noch die ganz alten, meine ersten. Die sehen noch ganz anders aus, aber die werden ja immer wieder neu gestaltet. So ein großes Buch, auch mit so Illustrationen. Hier gibt es das Harry Potter Buch der Zaubertränke. Da gehen wir heute Abend hin. Oder heute Nachmittag schon. Ich war gestern. Und? War gut. Ja? Ja, wir haben es mal heute. Kann man auch schön lachen. Ja? Ja, freue mich drauf. Ja, wir gehen heute hin. Ja, freue ich mich drauf. Ja, bin gespannt. Nee, tut mir leid. Nichts verkäuflich. Wollen Sie hier dran? Entschuldigung. Hier gibt es das Buch zum Theaterstück. Das überlege ich mir tatsächlich mal mitzunehmen als Erinnerung. Ich schaue gleich mal rein. Und da ist das der zweite Teil mit der illustrierten Version. Muss ich mir auch noch kaufen. Richtig cool gemacht. Aber wie gesagt, die Bücher kriegt ihr auch alle bei Amazon. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, das Buch der Zauberstäbe mit einem Zauberstab für 39 Euro. Es geht, wenn man sonst bedenkt, dass die Zauberstäbe teurer sind. Ja, ne? Ja. Tasche. Ist auch richtig cool. Kostet 50 Euro. Hier gibt es auch noch so einzelne schöne Stücke hinter dem Fenster. Das Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Es ist echt peinlich als Harry Potter Fan. Kostet 400. Der Zeitumkehrer 154. Dann gibt es hier so Sammelmünzen. Und die Pokale für 47 Euro. Ich warte jetzt hier auf Daria, sie muss mich abholen. Simone muss aus dem Harry Potter Shop abgeholt werden, sonst dreht sie durch. Und ich überlege mir, dass ich hier dieses Buch mitzunehmen als Erinnerung für das Theaterstück. Und ja, es wird bestimmt auch sowas heute Abend geben, sowas ähnliches oder in Kurzform. Aber hier ist auch noch was zur Entstehung und so weiter. Und ein bisschen hinter den Kulissen, also ich bin echt gespannt auf heute Abend. Ich weiß halt nicht, ob ich so ein großes brauche oder eher mir halt lieber doch die kleinere Edition heute Abend holen soll. Ich bin nur entschlossen. Naja, auf jeden Fall gibt es hier mega coole Sachen. Ich werde mir eventuell auch das ein oder andere Stück kaufen. Jetzt warte ich hier auf Daria. Wir machen noch Fotos mit Voldemort und Harry Potter und so weiter. Und dann gehen wir ab ins Hotel. Aber auf jeden Fall ein Besuch wert hier. Der Shop, mega cool. Ich muss mich korrigieren, wir haben über Travel Circus reserviert. Ich habe vorher Groupon gesagt. Und im Paket war eine Nacht im Moxie City, inklusive Tickets. Ich sag euch später, was es gekostet hat. Ich habe mal geschaut, also wir haben 504 Euro bezahlt für zwei Personen. Eine Nacht im Moxie und das komplette Theaterstück. Das ist ja in zwei Teile aufgeteilt. Wir machen heute alles an dem Samstag. Ich glaube 7 Stunden. Wie lange geht das insgesamt? Fast drei
Fast drei Stunden pro Vorstellung. Zwischen haben wir eine Pause, da haben wir auch schon einen Tisch reserviert im Bistro. Danke nochmal an die Follower für die Weiterempfehlung. Genau, haben wir reserviert, dann gehen wir dann zwischen den Stücken was essen. Und ich freue mich drauf. Also wie gesagt, 504 Euro über Terrace Circus, das war ein Paket, aber wir hatten natürlich auch einer der letzten Plätze bekommen, weil das ist ja das letzte Wochenende, wo das Theaterstück in zwei Teilen aufgeführt wird. Ich weiß nicht, wann es dann wieder anfängt. Ich glaube ab Februar, März und dann ist es halt nur noch ein Teil, dann sind es nur noch drei Stunden, oder? Ich glaube am 8.1. ist die letzte zweiteilige. Am 8.1. ist die letzte zweiteilige Vorstellung, dann... Nee, am 8.1. Januar auf jeden Fall. Und dann irgendwann fängt es halt nur noch als ein Teil an, das ist nur noch einmal drei Stunden. Also ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Eine schnelle Roomtour durch unser Zimmer, so viel gibt es ja nicht zu zeigen. Die typisch Moxie-Garderobe, einen Ganzkörperspiegel, einen kleinen Fernseher, ein Doppelbett für uns beide, eine kleine Sitzgelegenheit, unser Ausblick. Und machst du mal die Badezimmertür auf, bitte? Und das Badezimmer mit Dusche, ja, alles was man braucht, Toilette, Handtücher, Dusche. Wir sind jetzt hier mit dem Miles Out, also nicht hierher gekommen, wir mussten jetzt noch knapp 15 Minuten laufen, oh, aber es gibt ja auch Parkplätze direkt vor Ort. Moment, es gibt ja auch direkt Parkplätze vor Ort, ich weiß leider nicht, was sie kosten, aber die sind bestimmt kostenpflichtig, ne? Ja, die sind kostenpflichtig. Ja. Also man kann, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es auch nicht so einfach, ne, hierher zu kommen. Es gibt wohl eine Busstation, aber das dauert halt. Es gibt eine Busstation, aber es dauert halt. Also entweder zu Fuß oder mit dem Auto, eigenen Auto herkommen. Es gab eine kleine Taschenkontrolle, also ihr dürft keine Getränke mitnehmen und auch kein Essen. Aber hier vor dem Theater gibt es so eine kleine Halle, da gibt es was zu trinken und auch was zu essen. Und ich zeige euch das mal kurz. Also Veggie gibt es hier, einmal Pizza, eine Pizza Salami zum Beispiel 13 Euro. Penne Bolognese 13 Euro. Da stehen auch die Showzeiten. Eine Pause gibt es, eine kleine Pause zwischen 15.45 Uhr und 16.05 Uhr. Und die große Pause ist um 17.20 Uhr bis 19.30 Uhr. Und da ein Bier kostet 5 Euro, ein Wasser 3,50, eine Cola 4,50. Es gibt auch Cocktails oder Prosecco. Ein Glas 8,50. Jetzt ist das gerade weggesprungen. Ja, vielleicht kommen wir natürlich früher dran. Da haben wir Bier, Wein, eine Flasche Wein kostet um die 30 Euro. Rotwein und Weißwein gibt's. Und jetzt haben wir nochmal den Sekt, eine Flasche Sekt 32 Euro und ein Cocktail 9,50 Euro. Und der alkoholfreie nur 9 Euro, ist richtig günstig. Und hier gibt's noch was Süßes, aber irgendwie ist hier nichts. Weiß jetzt nicht, was es hier gibt. Und so kleine Kessel, Salate. Burger gibt es hier auch. Was steht denn da, was es da gibt? Gulaschsuppe. Ah ja. Gulaschsuppe, Chili con Carne, Kartoffelsuppe, Caesar Salad 11,50, eine Gulaschsuppe 8, Kartoffelsuppe auch 8 Euro. So sieht das aus. Sieht eigentlich ganz gut aus. Aber wir haben ja später eine Reservierung im Bistro. Und hier gibt es auch noch Burger. Die sehen eigentlich auch ganz gut aus, muss ich sagen. Kostet Hamburger 13 Euro, Cheeseburger 13,50 mit Wedges und Sour Cream. Hier seht ihr jetzt mal die Besetzung für heute und wie lange aktuell noch die Teile gehen. Wie gesagt, die werden jetzt aber, das ist das letzte Wochenende, wo die so lang sind, die werden dann gekürzt um die Hälfte. Hier gibt es nur noch einen Teil. Hier gibt es auch eine kleine Fotolocation. Da stellen wir uns natürlich auch an und machen einige Fotos. Natürlich gibt es ja auch an jeder Ecke auch noch einen kleinen Merch-Shop, wo ihr zu jedem Haus Merchandise kaufen könnt. Die Zeichen hier von Gryffindor und Co., also Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin, sind etwas anders. Kosten 30 Euro. Gibt aber auch Schals und Eulen und kleine Anhänger. Und Pins. Genau, hier seht ihr mal die Preise. Gibt auch extra Zauberstäbe von dem Theaterstück. Von Albus Potter zum Beispiel da oben.
Also wir sind hier rumspaziert und haben uns die Sachen angeschaut, Fotos gemacht und dann kam eine liebe Mitarbeiterin und hat uns gesagt, dass man die Jacken abgeben muss, also nicht muss, aber wenn man sie mit reinnimmt, dann muss man die Jacke während der ganzen Vorstellungen tragen. Wegen Brandschutz. Wegen Brandschutz, ganz wichtig. Nicht wegen Geld machen. Und kostet jeweils 3 € pro Jacke, weil wir wollten die Jacke halt mit reinnehmen, weil wir dachten, naja, wir gehen dann später ins Bistro, dann müssen wir noch ein Stück laufen und dann müssen wir die nicht mehr abholen und so weiter, aber jetzt lassen wir die halt hier bis heute Abend. Ja, also wie gesagt, wenn ihr eure Jacke dabei habt, also ich würde euch empfehlen, lasst die Jacke im Auto oder ich wollte die eigentlich auch im Hotel lassen, aber wir haben später ein bisschen weiter im Weg, also entweder jetzt halt 3 € oder lasst uns im Auto oder nehmt keine mit oder ja. Aber wie gesagt, also ihr müsst die Jacke sonst anziehen während der ganzen Vorstellung. Auf unserem Ticket stand, dass wir 90 Minuten vor Vorstellungsbeginn da sein sollen. Also ich weiß nicht wieso, also so viel zu erleben gibt es jetzt hier nicht und alle warten halt. Wie viel Uhr haben wir denn? 2:45. Also wir haben noch 45 Minuten bis die Vorstellung beginnt. Ich weiß nicht, wann der Einlass ist, aber ja, klar, man kann hier Fotos machen, man kann ja das Geld an der Bar ausgeben, in der Zeit auf jeden Fall. Wir haben mal geguckt, vielleicht gönnen wir uns später ein Butterbier mit Schokolade für 10 €. Schokolade war 10 €. Dann gab es noch irgendwas anderes, mit Candy irgendwas und dann mit Glas war nochmal 25 €. Also das sind schon Schweizer Preise. Aber gut, es ist ja natürlich was Besonderes, macht man jetzt nicht jedes Mal. Ist ja übrigens unser Geburtstagstrip. Also wir haben gesagt, wir schenken uns nichts zum Geburtstag, sondern fahren zusammen nach Hamburg zu Harry Potter, weil wir Harry Potter Fans sind und so sieht's aus. Ja, wir fahren ja auch zusammen im März nach Wien oder fliegen zur Harry Potter Exhibition. Die endet zwar dann im März dann in Wien, aber in Paris kommt sie auch bald. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und noch eine Sache, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne. Dann verpasst ihr auch kein Video, denn über 50% der Zuschauer haben meinen Kanal tatsächlich noch nicht abonniert. Also unten auf Abonnieren drücken und auf die Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Der erste Teil vom ersten Akt ist vorbei und ja, ging jetzt knapp 1:10. Jetzt haben wir 20 Minuten Pause und ich möchte natürlich nicht spoilern. Ich muss mir nur gerade was an meiner Jacke holen, dann erzähle ich euch ein bisschen was zur Geschichte. Ja, und zwar im ersten Teil werden die Charaktere natürlich vorgestellt und ja, die bekannten Charaktere sind dabei: Harry, Ron, Hermine, Draco, aber auch die Kinder von denen. Ich muss das wieder wegpacken. Und die Hauptgeschichte dreht sich halt um Albus, den zweiten Sohn von Harry Potter und Ginny Weasley. Und er ja, ist ein bester Kumpel, der Sohn von Draco. Wie heißt er nochmal? Scorpion, genau. Scorpion. Die sind befreundet und ja, also man lernt im ersten Akt erstmal die ganzen Figuren kennen. Die gehen jetzt, sind jetzt im vierten Schuljahr dann am Ende des Akts. Und ja.
und es geht halt um einen Zeitumkehrer. So, mehr möchte ich aber dazu nicht sagen. Was ich aber auch sagen kann, ist, dass die Effekte, die magischen Effekte, mega sind. Also die jetzt vom Vielsafttrank, die haben Vielsafttrank getrunken und dieser Effekt, dieser Wechsel ist einfach also wirklich mega gut gelungen. Auch zwischendurch die kleineren Zaubereffekte. Also finde ich schon richtig gut, ja. Jetzt holen wir uns was zu snacken. Es gibt doch kein Butterbier, sondern Butterbier-Süßigkeiten, aber die hole ich mir jetzt, um mal zu probieren. Also wir haben uns jetzt was zu snacken geholt. Du hast eine Brezel, eine Käsebrezel, ne? Für 4 Euro. Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden zwischen den Candy-Butterbier-Toffees, Chewy Candy und dem Chocolate Bar. Ich kann mich entscheiden. Das hat 10 Euro gekostet, ja. Und das hat 12 Euro gekostet. Probieren wir jetzt gleich mal. Also einmal gab es für uns jetzt hier die Brezel. Habe ich bei Dara ein bisschen geklaut. Ist gut, oder? Ist okay. Trocken. Bisschen trocken. Aber ist okay. Ich habe schon ein bisschen Hunger. So, jetzt packe ich mal hier die Toffee-Dinger aus in dieser Dose. Probiere ich mal. Also, ich gefühlt sind da 5 Candies drin. Okay, es sind ein bisschen mehr, aber trotzdem. 2, 4, 6, 8, 10. 10 für 12 Euro. Also 1 Euro irgendwas für ein Toffee. Aber Butterbiergeschmack. Ja. Ja. Kann man essen. Also haut mich jetzt nicht um. Aber schmeckt schon nach Butterbier. Okay. Jetzt die Schokolade. Die hat wohl einen Butterbierkern. Muss auch gleich probieren. Mhm. Deine Meinung abgeben. Ja. Ja. Schmeckt gut. Kann ich nicht meckern. Klar, für gefühlt auch 10 Stückchen, also ein Stück, 1 Euro, aber Milchschokolade mit Creamy Center. Und das nach Butterbier schmeckt. Erster Akt ist vorbei, 2,5 Stunden. Und also die Story, ja, ist jetzt nicht mega spektakulär. Es geht halt alles um diesen Zeitumkehrer und die Wandel in der Zeit und so weiter. Das Ende jetzt im ersten Akt war mega cool mit den Dementoren. Die das Stück gesehen haben, wissen, was ich meine. Aber zwischendurch ist es so sehr dunkel in dem Saal. Und wenn dann nur so gesprochen wird, was jetzt nicht ganz so interessant ist, habe ich so gedacht, oh, jetzt so ein kleines Nickerchen. Aber ich habe mich versucht, wach zu halten. Es war schwer. Denn ja, wir sind heute beide früh aufgestanden und ich freue mich jetzt auf frische Luft. Wir gehen jetzt hier ums Bistro um die Ecke. Hatten da reserviert und werden aber jetzt essen, frische Luft schnappen, ein bisschen wach werden, Kaffee trinken und dann geht es ja nochmal 2,5 Stunden ins Theater zum zweiten Teil. Ja, also wie gesagt, es handelt sich alles um diesen Zeitumkehrer. Die magischen Effekte sind immer noch sehr schön und ja, ich bin mal gespannt, was sie dann daraus kürzen. Also aus der ganzen Geschichte wird jetzt ja um die Hälfte dann gekürzt demnächst. Wir sind jetzt hier im Bistro Levant, wie ist das immer ausgesprochen? Levant, weil es halt so ein bisschen orientalisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier auf dem Tisch schon Fladenbrot und es gibt extra eine Theaterkarte. Wir haben auf jeden Fall vorher reserviert, also wenn ihr, also das Theaterstück gibt es jetzt da nicht mehr mit Pause, aber falls ihr vorher oder nachher was essen wollt, das ist jetzt die Theaterkarte. Das Essen gibt es wahrscheinlich auch normal. Das ist jetzt ein Drei-Gang-Menü mit vegetarischer Vorspeisenvariation. Da gibt es dann Hummus, Tzatziki und Falafel. Als Nachspeise Baklava und den Hauptgang sucht man sich dann hier aus. Und dann seht ihr auch dann, was es kosten würde. Wir entscheiden uns für die Rinderhackköfte mit Oregano-Salat, mit tomatisierten weißen Bohnen und Rosmarin-Drillingen. Klingt echt gut und ich freue mich drauf. Unsere Vorspeise ist da und zwar, ja, es gibt Tzatziki, Hummus und einen Falafel und dazu Fladenbrot. Unser Hauptgang ist da und es sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Also die Rinderköfte mit Drillingen und Bohnen
Dazu ein Salat, also echt mega gut. Also kann man ganz klar weiterempfehlen bisher. Unser Dessert ist da und ja, es gibt Baklava für jeden ein Stückchen. Wir hatten auch einen Espresso, der ist bereits leer, denn wir müssen uns langsam spuken. Um 19:30 beginnt der zweite Akt. Aber es war wirklich sehr, sehr lecker, also kann ich weiterempfehlen. Das Restaurant hier, das Bistro, mega gut. Aber es war viel zu viel, die Portion. Also langsam bildet sich Sitzfleisch. Aber ja, erster Teil vom zweiten Akt ist jetzt auch vorbei. Also man muss erstmal sagen, es ist nichts für Kinder. Also ich weiß nicht, du hast gesagt, es ist ab 12 Jahren. Ich weiß, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber es ist schon teilweise mega gruselig und aber auch witzig. Also es gibt viele, viele Szenen, die witzig sind, wo man ganz viel lachen muss. Scorpius Malfoy ist ja der Witzige, der Witzbold hier in der ganzen Geschichte. Und ja, es gibt noch verschiedene Dementoren-Szenen, die auch sehr gruselig, aber auch sehr gut gemacht sind. Und ein richtiger Schreckmoment. Also wer da geschlafen hat, der war in dem Moment auf jeden Fall wach. Damit hat keiner gerechnet. Also das war, also wie gesagt, deswegen für Kinder ist es, glaube ich, sehr, sehr gruselig. Ja, jetzt nochmal ein kleines Päuschen, ich glaube 20 Minuten oder so. Und dann geht es nochmal knapp eine Stunde weiter und dann, glaube ich, oder? 2,5 Stunden. Ja. Hallo. Ja, ich glaube, knapp ein Stündchen geht es dann noch. Eine große Finale. Mal gucken, wie es ausgeht. Ob die Guten am Ende wieder gewinnen. Mal sehen. So, nach 9 Stunden, die wir hier verbracht haben auf diesem Gelände. Wir waren kurz nach 1 hier, jetzt haben wir 21:45. Sind wir auf dem Heimweg. Also es ist schon cool, aber doch sehr, sehr lang. Also ab 9. Februar wird es übrigens in der gekürzten Version dann wieder geben. 3,5 Stunden inklusive Pause, also ab 9. Februar. Und falls ihr in dem Theaterstück schon mal drin wart, könnt ihr gerne unten eure Meinung auch gerne in die Kommentare schreiben. Also was ich immer ziemlich cool fand, war die magischen Übergänge, die Transformation, das Bühnenbild, wie mit wenig Requisiten gearbeitet wurde. Dennoch sah es sehr nach Harry Potter Welt aus. Auch die Zeitumkehrer-Szene richtig gut gemacht. Wir haben auch eben noch eine Mutter mit ihrem Kind getroffen, wir haben belauscht. Und das Kind war schon ein bisschen verängstigt. Also ich würde mein Kind da, also ich würde sagen schon über 10 bis 12 Jahre ist so meine Empfehlung, was Kinder angeht. Aber es ist natürlich jedes Kind anders, das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren. Aber es ist schon teilweise sehr düster, gruselig, laut und man erschreckt sich schon des Öfteren. Ja, ja, ich laufe dir hinterher. Ich schupf mich hier in die Roller. Entschuldigung. Ja, wir suchen jetzt unser Malz-Auto, fahren zum Hotel und ja, freuen uns aufs Bett. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Und ab 9. Februar geht dann das Theaterstück weiter hier in Hamburg in der 3,5-stündigen Länge. So, mal gucken, dass wir hier nicht überfahren werden. Ja, also ich hoffe, die Eindrücke von dem Harry Potter Theaterstück haben euch gefallen. Übrigens wurde mein Zauberstab wiedergefunden, den habe ich verloren. Irgendwo in der ersten Pause, da habe ich mal nachgefragt in der Garderobe zwischendurch, da wurde nichts gefunden. Jetzt hat sich an mich erinnert und er wurde doch noch gefunden. Super, habe meinen erst heute gekauft, direkt verloren. Läuft bei mir, ja. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.